Hallo, willkommen, meine lieben Mestre-Freunde. Heute habe ich das Thema mal aufgeschnitten von einem unbekannten Propheten aus dem Jahre 1914. Denn 1914 wurde ein unbekannter Franzose von den Deutschen gefangen genommen. Während seines Verhörs machte der Mann einige erstaunliche Prophezeiungen. Im August des Jahres 1914 schrieb der Zimmermann Andreas Rill aus Untermühlhausen vom Frontdienst im Elsass zwei Briefe an seine Familie nach Bayern. Darin schilderte er, wie er gemeinsam mit anderen Soldaten einen Franzosen gefangen genommen hatte, der sich dann als sehr ungewöhnlicher Mann herausstellte. Nach seiner Gefangennahme wurde er verhört, wobei er sich eingehend über die zukünftige Entwicklung des Krieges äußerte. In seinem ersten Brief schrieb Rill: Der Franzose sei ein seltsamer, heiliger Mann, der unglaubliche Dinge sage. Dann berichtete er, was der mysteriöse Gefangene ihm gesagt hätte. Meine lieben Mystery-Freunde, Nostradamus und Irlmeier sind im Mystery-Bereich ja bekannte Hellseher. Dieser unbekannte Prophet aber prophezeit nun Dinge, die sehr zutreffend sind, als würde er durch die Zeit gereist sein. Er berichtet: Der Krieg werde 5 Jahre dauern und Deutschland werde ihn verlieren. Anschließend brechen eine Revolution aus. Jeder werde Millionär sein und es würde so viel Geld geben, dass man es zum Fenster hinauswerfen werde. Niemand aber wird sich die Mühe machen, es aufzuheben. Zu dieser Zeit, so der Gefangene weiter, werde der Antichrist geboren, ein Tyrann, der täglich neue Gesetze erlassen werde. Und bald würde die Leute verarmen, ohne es jedoch zu merken. Diese Phase werden etwa 1932 beginnen und 9 Jahre währen. 1938 beginne dann die Vorbereitung für einen Krieg, der nach 3 Jahren für die Diktatur seiner Gefolgsleute schlecht enden werde. Die Menschen würden sich wütend gegen ihn erheben. Tatsache würden bekannt werden, die schlechterdings unter Menschlichen wären. Jeder werde sehr arm sein und Deutschland auseinandergerissen werden. Hier beschreibt er sehr den Machtaufstieg Hitlers und Zerfall Deutschland zwischen der BRD und der DDR. Andreas Rills zweiter Brief enthält detaillierte Angaben zum Ende dieses Zweiten Weltkrieges. Nun, der Mann und seine Zeichen werden verschwinden. Und Hass und Neid werden umgehen. Wenn ein 4 und eine 5 im Jahre sei, 1945, werde Deutschland von allen Seiten unter Druck gesetzt und völlig geplündert und zerstört. Dann werde Deutschland von Fremdmächten besetzt, sich aber dank seiner Findigkeit bald wieder erholen. Andreas Rills erster Brief enthielt noch die Anmerkung, dass Italien in diesem Krieg innerhalb eines Jahres gegen uns und im Zweiten Krieg auf unserer Seite kämpfen werden. Dann prophezeit dieser unbekannte Seher ein Szenario, das wohl nicht so eingetroffen ist, wie man es vorhergesehen hat. Oder datiert diese Prophezeiung auf einen späteren Zeitpunkt? Er berichtet Folgendes: Dann war von vielen deutschen Soldaten, die in Italien sterben würden, die Rede. Überdies wird in dem Brief ein dritter Krieg erwähnt, der um 1947 oder 1948 durch den Einfall Russlands in Süddeutschland ausgelöst werde. Während des folgenden Krieges werden die Berge Feuer speien. Zwischen Donau und Inn werden alles völlig ausgelöscht werden. Die Flüsse werden dann so flach, dass keine Brücke nötig sei, um sie zu überqueren. In Russland, so behauptet der Franzose, würden die Machthaber getötet und es werden so viele Tote geben, dass niemand sie beerdigen könnte. Diese Prophezeiung hat sehr wohl Ähnlichkeiten mit dies von Irlsmeier Aussage vom bevorstehenden Dritten Weltkrieg. Natürlich, auf den ersten Blick lösen die Briefe höchstens Erstaunen aus, denn alle Ausführungen sind bis hin zu den Datumsangaben erstaunlich genau. Daher überraschte es nicht, dass ihre Echtheit bezweifelt wurde, als sie dem Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Physiologien zur Analyse vorgelegt wurden.
Doch sogar die Kriminologen entdeckten keinerlei Hinweise für eine Fälschung oder nachträgliche Änderung ihres Inhaltes. Nachdem sie sich erste Vorhersagen bestätigt hatte, erzählte Andreas Rill im Wirtshaus einige Freunde von dem rätselhaften Franzosen. Angeblich nahm er das chronologische Eintreffen der Prophezeiungen wie die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Inflation und schließlich das Aufkommen des Nationalsozialismus unter Hitler mit blasiertem Fantalismus zur Kenntnis. Bald waren die Vorhersagen des namenlosen französischen Gefangenen in Bayern weithin bekannt. So, dass eines Tages ein Polizeikommander bei Rill zu Hause auftauchte. Sie befragten ihn zu seiner Überzeugung, dass die Zukunft Tyrannei bringen werde. Wie sein Sohn Sigmund später erzählte, entkam sein Vater nur mit knapper Not der Internierung in einem Konzentrationslager. In den 50er Jahren gelangten die Briefe in den Besitz von Pater Frumentius Renner. Er veröffentlichte sie in einer Missionszeitschrift, wo sie aber kaum Beachtung fanden. Man sah sich weder genötigt, ihre Echtheit zu überprüfen, noch die Identität des mysteriösen Propheten herauszufinden. Die Analyse durch Kriminologen am vorgenannten Freiburger Institut war vergleichsweise unproblematisch gewesen. Dagegen dauerte es einige Jahre, bis der Unbekannte identifiziert war. Durch die Befragung von Rills Angehörige und durch den Heeresbericht seiner Kompanie versuchten Professor Hans Bender und Elmar Gruber den genauen Ort, wo der Franzose gefangen genommen worden war, ausfindig zu machen. Wie Andreas Rills Söhne berichteten, sei er anscheinend ein reicher Mann gewesen, der sich von seinem gesamten Besitz getrennt hätte und im Elsass in ein Kloster eingetreten sei. Davor sei er Angehöriger einer Freimaurerloge in Colmar gewesen. Nachforschungen ergaben, dass Rills Kompanie damals in der Gegend um Colmar gewesen sein musste. Und Sigmund Rill war sich sicher, dass sein Vater seine ehemaligen Gefangenen in einem Kapuzinerkloster in Singolsheim, das 10 Kilometer von Colmar entfernt war, getroffen habe. Gegen Kriegsende war Rill und seine Kompanie dann in Durkheim beim Colmar stationiert. Er nutzte die Gelegenheit, das Kloster zu besuchen, um den Propheten noch einmal zu treffen. Erfuhr aber, dass er inzwischen gestorben war. Daraufhin wurden in allen Kapuzinerklöstern der Umgebung die Verzeichnisse des Angehörigen überprüft. So wurde man auf einen gewissen Frater Lacius Deratarius aufmerksam, der im Kloster in Singolsheim gelebt hatte und zwischen 1917 und Rills zweiter Besuch dort verstorben war. Ein Frater Lacius Deratarius ist jemand, der nicht Angehöriger eines Ordens ist, aber die Erlaubnis hat, als Gast im Kloster zu leben. Es wäre denkbar, dass der Prophet nicht sofort in den Orden aufgenommen wurde, da er zuvor reich und eine Freimaurer gewesen war. Zudem enthält der Kriegsbericht eine Passage, die Aufschluss über die Prophezeiungen liefern könnten. Wie Rill in seinem Brief erwähnte, sagte der Franzose voraus, dass ein gewisser Unteroffizier G., der den Seher verhöhnt hatte, nicht aus dem Krieg heimkehre und seinen Leichnam nicht bestattet, sondern von Raben gefressen werde. Tatsächlich verschwand der Unteroffizier am 23. September des Jahres 1914 während einer Patrouille. Und im Heeresbericht stand, dass seine Überreste im Februar des Jahres 1915 gefunden und identifiziert wurde. Über diese gab ein Unteroffizier Schleicher in seinen privaten Aufzeichnungen am Tag von G.s Verschwinden an, dass G. wieder einmal Geister gesehen habe. Warum aber fanden so detailliert und wichtige Weissagungen nicht mehr Beachtung in der Öffentlichkeit? Warum hätte der Franzose seine Visionen nur den Deutschen, in die gefangen genommen hatten, erzählen sollen? Waren dies die einzigen Prophezeiungen, die er je machte? Und wie glaubwürdig sind Rills Briefe? Der erste Brief Andreas Rills gibt die Aussage des Franzosen wieder, während der zweite die Gedanken Rills zu seiner Begegnung mit ihm und näheren Angaben zu einem dritten Weltkrieg enthält. Allem Anschein nach schrieb Rill nur die Äußerungen des Propheten nieder.
die seine bayerische Heimat betrafen. Durch diese Selektion sind höchstwahrscheinlich außerordentliche wichtige Informationen auf immer verloren. Der Inhalt der Briefe, dabei insbesondere die Vorhersagen zu den Kriegen, wird auch dadurch fraglich, dass der Prophet Franzose war, obwohl er angeblich mehrere Sprachen beherrschte. Vermutlich fand das Verhör auch auf Deutsch statt. Es könnte sich dennoch Missverständnisse ergeben haben. Außerdem ist es angesichts der Dauer der nächtlichen Befragung noch zweifelhaft, ob sich Rill an allen Äußerungen erinnerte. Psychologische Tests haben ergeben, wie lückenhaft Erlebtes in der Regel behalten wird. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Äußerungen des Gefangenen für die Soldaten von höchstem Interesse waren und bestimmt heftig von ihnen diskutiert wurde, wobei die Tatsache wahrscheinlich verzerrt worden sind. Immerhin aber trafen die Vorhersagen zum politischen Geschehen in Europa mit erstaunlicher Genauigkeit zu. Sie prophezeiten unter anderem die Dauer des Ersten Weltkrieges vom 1. August 1914 bis zum Waffenstillstand am 11. November 1918. Die Revolution und die Ausrufung der Weimarer Republik am 9. November 1918, den Aufstand der Linken und ihre Scheitern, die Inflation bis 1923, die Wahl der Nationalsozialisten im Januar 1933, die Besetzung der Tschechoslowakei im März 1939, den Angriff auf Polen im August 1939, die Besetzung Norwegens und Hollands im Mai 1940, den Angriff auf Russland im Juni 1941, die Landung der Alliierten in Sizilien im Juli 1943, Hitlers Selbstmord, die Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 und seine Besetzung durch die amerikanischen, englischen, französischen und sowjetischen Truppen, seine Gebietsverluste und die Teilung in zwei Staaten bis zu dem Schnellwiederaufbau der Bundesrepublik Deutschland unter Kanzler Adenauer. Wie ernst sind aber die Weissagungen zum Dritten Weltkrieg zu nehmen? Natürlich kann ein sensitiver Mensch in einem Fall eine absolut zutreffende Vorhersage machen und im anderen völlig irren. Die Zeit, in der sich der Krieg ereignen sollte, also 1946 bis 1948, ist Vergangenheit. Die einfachste Erklärung wäre, dass diese Prophezeiung nicht eingetreten ist. Ebenso könnte aber auch die Daten falsch aufgeschrieben oder von den Franzosen fehlerhaft ins Deutsche übersetzt worden sein. Ganz fraglos war ein dritter Weltkrieg mit seinem entsetzlichen Zerstörungspotenzial zur Zeit des Kalten Krieges als latente Bedrohung im Bewusstsein der Menschen vorhanden. Diese allgemeine Besorgnis hatte der Prophet möglicherweise aufgeschnappt und mit den tatsächlichen Ereignissen verwechselt. Welche Wahrheit sich auch immer hinter dem geheimnisvollen französischen Seher verbergen sollte, fest steht, dass er als eine der erstaunlichsten Randfiguren in die Annalen der Parapsychologie eingehen wird. Erstaunlich jedoch, dass es ziemliche Ähnlichkeiten mit dem Hellseher Alois von Erlmeyer gibt, bezüglich auf den Dritten Weltkrieg. Gibt es hier vielleicht eine Verbindung? Kannte vielleicht Erlmeyer diesen unbekannten Seher? Oder der unbekannte Seher hatte eine Begegnung mit Alois Erlmeyer? Ja, meine lieben Mestre-Freunde, somit sind wir schon wieder am Schluss angekommen. Und vergesst nicht, auch in unserer Zeit gibt es Visionäre und Hellseher. Manche von ihnen können genaue Angaben machen. Manche wiederum treffen nicht mal ins Schwarze. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag und eine geruhsame Nachtruhe. Bis zum nächsten Mal. Im Klöster der Umgebung die Verzeichnisse des Angehörigen überprüft. So wurde man auf einen gewissen Frater Lacius Deratarius aufmerksam, der im Kloster in Singulsheim gelebt hatte und zwischen 1917 und Rills zweiter Besuch dort verstorben war. Ein Frater Lacius Deratarius ist jemand, der nicht Angehöriger eines Ordens ist, aber die Erlaubnis hat, als Gast im Kloster zu leben. Es wäre denkbar, dass der Prophet nicht sofort in den Orden aufgenommen wurde, da er zuvor reich und eine Freimaurer gewesen war. Zudem enthält der Kriegsbericht eine Passage, die Aufschluss über die Prophezeiungen liefern könnten.
wie Rill in seinem Brief erwähnte, sagte der Franzose voraus, dass ein gewisser Unteroffizier G., der den Seher verhöhnt hatte, nicht aus dem Krieg heimkehre und seinen Leichnam nicht bestattet, sondern von Raben gefressen werde. Tatsächlich verschwand der Unteroffizier am 23. September des Jahres 1914 während einer Patrouille. Und im Heeresbericht stand, dass seine Überreste im Februar des Jahres 1915 gefunden und identifiziert wurde. Über diese gab ein Unteroffizier Schleicher in seinen privaten Aufzeichnungen am Tag von G.'s Verschwinden an, dass G. wieder einmal Geister gesehen habe. Warum aber fanden so detailliert und wichtige Weissagungen nicht mehr Beachtung in der Öffentlichkeit? Warum hätte der Franzose seine Visionen nur den Deutschen, in die gefangen genommen hatten, erzählen sollen? Waren dies die einzigen Prophezeiungen, die er je machte? Und wie glaubwürdig sind Rills Briefe? Der erste Brief Andreas Rills gibt die Aussage des Franzosen wieder, während der zweite die Gedanken Rills zu seiner Begegnung mit ihm und näheren Angaben zu einem dritten Weltkrieg enthält. Allem Anschein nach schrieb Rill nur die Äußerungen des Propheten nieder, die seine bayerische Heimat betrafen. Durch diese Selektion sind höchstwahrscheinlich außerordentliche wichtige Informationen auf immer verloren. Der Inhalt der Briefe, dabei insbesondere die Vorhersagen zu den Kriegen, wird auch dadurch fraglich, dass der Prophet Franzose war, obwohl er angeblich mehrere Sprachen beherrschte. Vermutlich fand das Verhör auch auf Deutsch statt. Es könnte sich dennoch Missverständnisse ergeben haben. Außerdem ist es angesichts der Dauer der nächtlichen Befragung noch zweifelhaft, ob sich Rill an allen Äußerungen erinnerte. Psychologische Tests haben ergeben, wie lückenhaft Erlebtes in der Regel behalten wird. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Äußerungen des Gefangenen für den Frontdienst im Elsass zwei Briefe an seine Familie nach Bayern. Darin schilderte er, wie er gemeinsam mit anderen Soldaten einen Franzosen gefangen genommen hatte, der sich dann als sehr ungewöhnlicher Mann herausstellte. Nach seiner Gefangennahme wurde er verhört, wobei er sich eingehend über die zukünftige Entwicklung des Krieges äußerte. In seinem ersten Brief schrieb Rill, der Franzose sei ein seltsamer, heiliger Mann, der unglaubliche Dinge sage. Dann berichtete er, was der mysteriöse Gefangene ihm gesagt hätte. Meine lieben Mystery-Freunde, Nostradamus und Irlmeier sind im Mystery-Bereich ja bekannte Hellseher. Dieser unbekannte Prophet aber prophezeit nun Dinge, die sehr zutreffend sind, als würde er durch die Zeit gereist sein. Er berichtet, der Krieg werde 5 Jahre dauern und Deutschland werde ihn verlieren. Anschließend brechen eine Revolution aus. Jeder werde Millionär sein und es würde so viel Geld geben, dass man es zum Fenster hinauswerfen werde. Niemand aber wird sich die Mühe machen, es aufzuheben. Zu dieser Zeit, so der Gefangene weiter, werde der Antichrist geboren, ein Tyrann, der täglich neue Gesetze erlassen werde und bald würde die Leute verarmen, ohne es jedoch zu merken. Diese Phase werden etwa 1932 beginnen und 9 Jahre währen. 1938 beginne dann die Vorbereitung für einen Krieg, der nach 3 Jahren für die Diktatur seine Gefolgsleute schlecht enden werde. Die Menschen würden sich wütend gegen ihn erheben. Tatsache würden bekannt werden, die schlechterdings unter Menschlichen wären. Jeder werde sehr arm sein und Deutschland auseinandergerissen werden. Hier beschreibt er sehr den Machtaufstieg Hitlers und Zerfall Deutschland zwischen der BRD und der DDR. Andreas Rills zweiter Brief enthält detaillierte Angaben zum Ende dieses Zweiten Weltkrieges. Nun, der Mann und seine Zeichen werden verschwinden und Hass und Neid werden umgehen. Wenn ein 4 und eine 5 im Jahre sei, 1945, werde Deutschland von allen Seiten unter Druck gesetzt und völlig geplündert und zerstört. Dann werde Deutschland von Fremdmächten besetzt, sich aber dank seiner Findigkeit bald wieder erholen.
Andreas Rills erster Brief enthielt noch die Anmerkung, dass Italien in diesem Krieg innerhalb eines Jahres gegen uns und im Zweiten Krieg auf unserer Seite kämpfen werden. Dann prophezeit Singulsheim gelebt hatte und zwischen 1917 und Rills zweiter Besuch dort verstorben war. Ein Frater Laicus, der Tarius, ist jemand, der nicht Angehöriger eines Ordens ist, aber die Erlaubnis hat, als Gast im Kloster zu leben. Es wäre denkbar, dass der Prophet nicht sofort in den Orden aufgenommen wurde, da er zuvor reich und eine Freimaurer gewesen war. Zudem enthält der Kriegsbericht eine Passage, die Aufschluss über die Prophezeiungen liefern könnten. Wie Rill in seinem Brief erwähnte, sagte der Franzose voraus, dass ein gewisser Unteroffizier G., der den Seher verhöhnt hatte, nicht aus dem Krieg heimkehre und seinen Leichnam nicht bestattet, sondern von Raben gefressen werde. Tatsächlich verschwand der Unteroffizier am 23. September des Jahres 1914 während einer Patrouille. Und im Heeresbericht stand, dass seine Überreste im Februar des Jahres 1915 gefunden und identifiziert wurde. Über diese gab ein Unteroffizier Schleicher in seinen privaten Aufzeichnungen am Tag von G.'s Verschwinden an, dass G. wieder einmal Geister gesehen habe. Warum aber fanden so detailliert und wichtige Weissagungen nicht mehr Beachtung in der Öffentlichkeit? Warum hätte der Franzose seine Visionen nur den Deutschen, in die gefangen genommen hatten, erzählen sollen? Waren dies die einzigen Prophezeiungen, die er je machte? Und wie glaubwürdig sind Rills Briefe? Der erste Brief Andreas Rills gibt die Aussage des Franzosen wieder, während der zweite die Gedanken Rills zu seiner Begegnung mit ihm und näheren Angaben zu einem dritten Weltkrieg enthält. Allem Anschein nach schrieb Rill nur die Äußerungen des Propheten nieder, die seine bayerische Heimat betrafen. Durch diese Selektion sind höchstwahrscheinlich außerordentliche wichtige Informationen auf immer verloren. Der Inhalt der Briefe, dabei insbesondere die Vorhersagen zu den Kriegen, wird auch dadurch fraglich, dass der Prophet Franzose war, obwohl er angeblich mehrere Sprachen beherrschte. Vermutlich fand das Verhör auch auf Deutsch statt. Es könnte sich dennoch Missverständnisse ergeben haben. Außerdem ist es angesichts der Dauer der nächtlichen Befragung noch zweifelhaft, ob sich Rill an allen Äußerungen erinnerte. Psychologische Tests haben ergeben, wie lückenhaft Erlebtes in der Regel behalten wird. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Äußerungen des Gefangenen für die Soldaten von höchstem Interesse waren und bestimmt heftig von ihnen diskutiert wurde, wobei die Tatsache wahrscheinlich verzerrt worden sind. Immerhin aber trafen die Vorhersagen zum Politik und Zerfall Deutschland zwischen der BRD und der DDR. Andreas Rills zweiter Brief enthält detaillierte Angaben zum Ende dieses Zweiten Weltkrieges. Nun, der Mann und seine Zeichen werden verschwinden und Hass und Neid werden umgehen. Wenn ein 4 und eine 5 im Jahre sei, 1945, werde Deutschland von allen Seiten unter Druck gesetzt und völlig geplündert und zerstört. Dann werde Deutschland von Fremdmächten besetzt, sich aber dank seiner Findigkeit bald wieder erholen. Andreas Rills erster Brief enthielt noch die Anmerkung, dass Italien in diesem Krieg innerhalb eines Jahres gegen uns und im Zweiten Krieg auf unserer Seite kämpfen werden. Dann prophezeit dieser unbekannte Seher ein Szenario, das wohl nicht so eingetroffen ist, wie man es vorhergesehen hat. Oder datiert diese Prophezeiung auf einen späteren Zeitpunkt? Er berichtet Folgendes. Dann war von vielen deutschen Soldaten, die in Italien sterben würden, die Rede. Überdies wird in dem Brief ein dritter Krieg erwähnt, der um 1947 oder 1948 durch den Einfall Russlands in Süddeutschland ausgelöst werde. Während des folgenden Krieges werden die Berge Feuer speien. Zwischen Donau und Inn werden alles völlig ausgelöscht werden. Die Flüsse werden dann so flach, dass keine Brücke nötig sei, um sie zu überqueren. In Russland, so behauptet der Franzose, würden die Machthaber getötet
und es werden so viele Tote geben, dass niemand sie beerdigen könnte. Diese Prophezeiung hat sehr wohl Ähnlichkeiten mit dies von Erlesmeyer Aussage vom bevorstehenden Dritten Weltkrieg. Natürlich, auf den ersten Blick lösen die Briefe höchstens Erstaunen aus, denn alle Ausführungen sind bis hin zu den Datumsangaben erstaunlich genau. Daher überraschte es nicht, dass ihre Echtheit bezweifelt wurde, als sie dem Freiburger Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Physiologien zur Analyse vorgelegt wurden. Doch sogar die Kriminologen entdeckten keinerlei Hinweise für eine Fälschung oder nachträgliche Änderung ihres Inhaltes. Nachdem sie sich erste Vorhersagen bestätigt hatte, erzählte Andreas Rill im Wirtshaus einige Freunde von dem rätselhaften Franzosen. Angeblich nahm er das chronologische Eintreffen der Prophezeiungen wie die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Inflation und schließlich das Aufkommen des Nationalsozialismus unter Hitler mit blasiertem Fantalismus zur Kenntnis. Bald waren die Vorhersagen des namenlosen